Abreisen. Stehen lassen. Abreisen. Die Meinungen gehen auseinander. Was halten die Kieler denn nun von den Pavillons am Alten Markt? Die Stadt ist voll, aber hier ist niemand. Das spricht doch für sich. Viele sagen ja, dass sie auch einfach zur Stadt gehören, aber ich finde sie nicht gerade sehr ansehnlich. Aber ich finde sie auch nicht störend. Die stören den Blick auf die Kirche? Ja, also ich finde die sehr schön. Ich finde es schön, wenn man dran vorbeigeht. Das macht einfach was Neues in der Altstadt, dass man auch mal was Neues sieht. Und ja, ich finde das eine gute Idee. Also ich persönlich würde sie abreißen. Das ist eine reine Katastrophe. Das ist eine Bausünde, die natürlich dem fehlenden Geld nach dem Krieg geschuldet ist. Aber jetzt muss man dann auch mal konsequent sein und sagen, wir können mal was Schönes auf dem Alten Markt erstellen. Ich habe eigentlich direkt, als ich hergezogen bin, fand ich die schon nicht so schön. Also sind mir auch gleich negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, oh, die Pavillons, die wollen wir gerne behalten. Habe ich nicht gehört.